Am Mittwochnachmittag gegen 14.05 Uhr befuhr der Lenker eines Ford die Holzmadenstraße von Eichelberg in Richtung Holzmaden. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Schild, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst befreit und war leicht verletzt. Wir sind hier auf der Kreisstraße zwischen Eichelberg und Holzmaden. Hier ist ein PKW allein beteiligt von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und ist dann hier im Maisfeld zum Liegen gekommen auf dem Dach. Unsere Aufgabe war, den Tank zu sichern. Wir haben den Brandschutz sichergestellt und das austretende Benzin aufgenommen. Die Feuerwehr Eichelberg musste mit 3 Fahrzeugen und 10 Mann ausrücken, um die Betriebsstoffe aufzunehmen. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Seit dem 3. Juni kann man im Stadtmuseum Esslingen das Thema 500 Jahre Reformation und die Verbindung zu Esslingen genauer anschauen. Die Ausstellung im Stadtmuseum im Gelben Haus stellt als Intervention in der Dauerausstellung ausgewählte Objekte im Zusammenhang mit der Reformation. Es ist eine sogenannte Intervention in der Dauerausstellung, die sich durch das ganze Haus zieht. Wir haben überall da, wo es uns sinnvoll erschien, Objekte eingefügt, die einen direkten Bezug zur Reformation haben. Wir haben aber auch die dort schon gezeigten Objekte neu interpretiert auf ihren Zusammenhang zu dem Ereignis. Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 in Wittenberg die Missstände in der Kirche anprangerte, ahnte niemand, welche Folgen dies haben sollte. Denn was als Beginn einer Diskussion um die Erneuerung der Kirche gedacht war, hatte weitreichende Folgen. Im ganzen deutschsprachigen Raum kam es in den folgenden Jahrzehnten zu Auseinandersetzungen um die Frage, welcher Glaube denn nun der richtige sei. Zwar wurde in Esslingen die neue Lehre erst 1531 offiziell eingeführt, doch ihr Einfluss war schon seit 1517-18 bemerkbar. In Esslingen wurde lange um die Erfüllung der Reformation gerungen. Dabei ging es nicht um religiöse Inhalte. Vielfältige Rahmenbedingungen beeinflussten die Entscheidung. Denn sie betraf nach außen das Verhältnis der Stadt zum Kaiser, innerstädtisch wirkte sie sich auf die politische und soziale Ordnung aus. So war der Weg bis zur Einführung der neuen Lehre alles andere als geradlinig. Welche Auswirkungen das welthistorisch bedeutsame Ereignis in Wittenberg für die Reichsstadt und ihre Bürger hatte und womöglich bis heute hat, zeigt die Ausstellung. Dabei werden interessante Stücke aus dem Bestand des Stadtmuseums und wertvolle Leihgaben nicht in eigenen Räumen präsentiert, sondern in die ständige Ausstellung im ganzen Haus integriert. So wird ein ganz neuer Blick auf das Gewohnte ermöglicht. Am Reformationstag, den 31. Oktober 2017, ist der Eintritt frei. Noch bis zum 12. November 2017 kann die Ausstellung besucht werden. In Filderstadt wird aktuell ein neues Wahlverfahren getestet. Die Universität Frankfurt wählte Filderstadt aus, weil dort die Bürgerbeteiligung schon weit fortgeschritten sei. Bei dem Wahlverfahren sollen die Bürger nicht Politiker, sondern Themen wählen. Auch Oberbürgermeister Christoph Traub sieht die Chance, neue Impulse für die Kommunalpolitik zu bekommen. Das Themis-Wahlverfahren lehnt sich an das Wahlverfahren, das wir in Baden-Württemberg aus den Kommunalwahlen kennen. Sprich, es basiert auf Kumulieren und Panaschieren. Der Wahlzettel, der der Bevölkerung vorgelegt werden wird, weist zunächst mal in der bekannten Tradition Parteien aus. Und dann geht es im Experiment darum, nicht Personen zu wählen, sondern Themen zu wählen. Die sind aufbereitet, wie wir das als Wahlzettel kennen. Man hat 3 Stimmen pro Thema, das man vergeben kann. Oder wenn man die Partei insgesamt wählen möchte, 1 Stimme. Das heißt, die Bevölkerung wird es wiedererkennen aus den vorangegangenen Kommunalwahlen. Bei diesem Projekt gehe es auch darum, zu erforschen, wie man Themen an politische Gremien herantragen könne.